Hier war der Raum. Komm, geh da hoch, verdammt. Hast du vorhin auch geschafft. Das war knapp. So, und hier setzen wir jetzt die Sicherung rein. Und das wird wahrscheinlich der weitere Pokal sein. Ah, shit. Moment, welche Zahl hatten wir gesagt? 8, 6, 9, 1. Ach, das ist schön, wenn alles so schön funktioniert. Aber ich fürchte, das wird nicht lange so bleiben. Quadratischer Sockel. Das könnte der sein. Ein Pokal noch, Leute. Einen Pokal noch. Wo könnte der jetzt noch sein? Was haben wir denn jetzt eigentlich noch offen? Oh, hier ist noch eine Falltür. Waren wir hier schon? Ah, das ist die Küche. Hier sehe ich aber auch gerade nichts, was mir weiterhilft. War denn hier noch was offen? Irgendein Schalter. Guck mal weiter. Das mit diesem, ja, soll ich sagen, hier diesem Richtungsanzeiger, das fehlt noch. Das geht in diesen Geheimraum. Aber ich kann damit aber auch nichts machen. Wir verschwinden mal. Aua. Da muss ich jetzt mal was trinken. So, hier wage ich mich wieder hoch. Oh, hier komme ich tatsächlich auch hoch. Stimmt, die Schallplatte fehlt noch. Wo könnte ich denn die finden? Die Schallplatte wird er doch irgendwo verstecken, wo er so eigentlich, wo er seine Trophäen versteckt, hätte ich gedacht. Die wird ihm doch wichtig sein. Das wäre dieses Auge. Moment. Doch, im Bad waren wir auch schon, oder? Ach, shit. Ich wollte es ausprobieren, weil ich gesehen habe, dass man was machen konnte. Und habe nicht dran gedacht, dass es ihn einfach nur an den Ort ruft. Aber da war ein Gang oben. Ich will wissen, ob ich den nicht irgendwie benutzen kann. Aber der ließ sich ja nicht benutzen. Geht er? Ja. Komm. Geht das von der anderen Seite nur auf vielleicht? Das Wasser sieht aber auch nicht sehr echt aus hier. Scheint immer wieder etwas zu entdecken, was ich gemacht habe. Wo könnte die Schallplatte sein? Wo? Oh. Hey Hundi, hast du eine Ahnung, wo die Schallplatte ist? Hm? Schaffst das? Die falsche Taste gedrückt die ganze Zeit. Genau, erstmal schön die Hand ablecken. Oh.
Haben Hundi gestreichelt, doch noch. Frag mich, was er für einen Namen hat. Wo hast du denn eine Schallplatte? Bestimmt ist er gerade oben. Ja, der ist oben. Mist, verdammt. Mist. Komm schon. Es ist doch nicht umsonst hier. Geht. Wollte auch sagen! Mich so früh gefreut. Komm nochmal. So. Sehr schön. Tja. Schallplatte. Kann natürlich auch sein, dass die Schallplatte das ist, was wir zuletzt bekommen. Also was wir bekommen, wenn wir. Obwohl, nee, da ist das Zeichen mit diesem. Steuerrad auch. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Schallplatte das ist, was wir zuletzt hier machen müssen. Oh. Hey. Warte mal. Da ist er. Oder? Da, im Glas, in der Vitrine. Oder wie nennt man das? So ein. Das ist ja nur ein transparenter Bilderrahmen im Prinzip. Ich hoffe, das ist er. Kommen jetzt nicht hier auch noch rein. Nee. Es sieht aus, als könnte es eine sein. Aber wir können sie nicht nehmen. Oh, hi. Oh, fuck. Oh. Ich wollte gar nicht hier runterfallen. Mist, verdammt. Waren wir vielleicht irgendwo noch nicht? Komm, hier unten haben wir jetzt gerade Zeit, uns umzugucken. Nicht lange, leider. Geht wieder hoch. Also im Zimmer selber kann ich mir nicht vorstellen, dass er da was hat. Aber dieses Natke, was auch immer das jetzt, Dance, genau. Das ist doch die Platte, die wir oben gesehen haben. Das könnte doch passen. Vielleicht müssen wir auch nur einen Schalter drücken, damit das aufgeht. Moment, können wir den hier unten vielleicht mal runterlocken? Der ist mir zu viel oben. Hier ist ja schon eine Pfütze. Der hat seinen Kühlschrank abgetaut. Ah, hier. Jetzt eigentlich gleich auf den Plan rufen. Ist er jetzt unten? So freundlich aus. Da tut es mir irgendwie schon leid, dass wir den hier beklauen. Schlafzimmer. Hier wird er doch bestimmt seinen wertvollen Besitz aufheben. Seine Schallplatte oder so. Da zum Beispiel. Was ist das da? Was ist das?
Da auch. Ist das das eigentliche Bett, wo es draufsteht? Ach, ich muss wahrscheinlich aus... Wenn ich die Pokale zusammen habe, kriege ich wahrscheinlich noch so ein Ding und das muss da dran. Und hier sind Münzen. Die verdienen wahrscheinlich in ihrem Geheimbund recht gut. Schon. So, er kommt wieder zurück. Hm. Ja. Warum muss das jetzt sein? Ich will nur in den Raum da rein. Den hier. Kann man hier nicht irgendwas... Warum kann man das... Man sieht, dass dort die Tür ist, wo ich wahrscheinlich durchgehen kann. Ich muss halt nur den Raum finden, wie ich da die Möglichkeit, das aufzumachen habe. Der Krähe mit der Münze. Könnte das vielleicht der Hinweis sein? Lass das jetzt mal zu. Ja, so eine Münze überall. Hier liegen Münzen. Nee, Quatsch. Das geht auf, wenn wir hier das zusammen haben mit dem Richtungsrad. Ich erfinde immer wieder neue Worte dafür. Ihr müsst, denke ich mal, doch die Platte finden. Ich frage mich gerade, ob wir die überhaupt hier finden. Fies wäre ja wirklich, wenn sie das gar nicht hier im Haus, sondern ganz woanders versteckt hätten. In einem der vielen anderen Häuser. Oh, die Polizei ist schon unterwegs. Ja stimmt, warum rufen die Polizisten, warum rufen die Nachbarn eigentlich nicht die Polizei? Wenn hier ständig eingebrochen wird, noch dazu es immer wieder derselbe ist. Wer lässt sich das denn sowas mehr als einmal gefallen? Oder überhaupt? Schmeißt ihn dann nur raus, ohne die Polizei zu rufen. Vielleicht kann ich mich mit den Roben später ja so als diese Krähe verkleiden und dann werde ich von dem nicht mehr attackiert. Das wäre doch lustig. Okay, das war eigentlich die Möglichkeit, da hochzukommen. Ich verstehe. Hilft mir nicht weiter. Warum kann ich das aktivieren? Hä? Ich hab keine Ahnung, warum das aktivierbar ist. Bin überfragt. Habt ihr eine mögliche Lösung für mich? Hä? Moment, ich weiß, glaube ich, wofür das gut ist. Man hört es schon. Kann ich noch was ausgraben? Denn das Rätsel war nämlich auch noch offen hier mit den Platten. Gott, ich sollte die nicht einfach wahllos drücken. Vielleicht habe ich ja durch Zufall auch einfach dann richtig. So, irgendwo hier war die Katze. Hier. Hä? Im Bier? Reicht dir das noch nicht? Ach komm, siehst du, es geht doch. Feine Katze. Liebe Katze.
Und ich wünschte, ich könnte diese hässliche Mütze abnehmen. Du brauchst sie nicht, um süß zu sein. Aber wofür ist das jetzt gut? Kann es sein, dass wir noch einen zweiten finden müssen? Damit sie dauerhaft abgelenkt ist? Kommen wir später zu, denke ich mal. Wann auch immer das später sein wird. So, wir hatten jetzt hier noch einen Erdhaufen gesehen. Okay, eine weitere Kamera. Ich schätze mal, die ist aber eher für uns, dass wir hier jemanden ausspionieren können. Einen anderen Erdhaufen hatte ich jetzt hier nicht, ne? Ich nehme an, dass ich mit dem Eimer auch nichts machen kann. Nee. Hier gibt es einen Zugang irgendwie, der sich dann wohl öffnet, wenn ich es richtig gedrückt habe. Und hier sind noch extra Symbole. Oh Gott. Das wird noch lustig. Hatten wir jetzt die anderen Plattformen, die hier waren, gedrückt alle? Denn eigentlich weiß ich ja gar nicht, was die überhaupt machen. Vielleicht sind dafür die Zwerge da. Vielleicht müssen wir mal irgendjemanden beobachten, der hier langläuft und der uns dann verrät, wie wir langlaufen müssen. Okay, wir müssen die Platte finden. Ich sollte nochmal schauen, wo wie der andere Pokal aussieht. Der Stern? Haben wir den Stern, ja? Den kleinen Stern? Diese Rakete fehlt noch. Es sieht aus wie eine Rakete, so eine Spitze. Das fehlt uns noch. Wo könnte das sein? Könnte es ein Bettpfosten sein? Ich muss einfach alles ausprobieren hier. Alles ist möglich. Sieht aus, als könnte man durch den Gang dahin. Aber es funktioniert einfach nicht. Im Prinzip von dem Raum aus hier. Aber der ist ja für mich eigentlich irgendwie nicht. Kann ja nichts machen. Frag mich nur, was das Rote da ist. Ob das ein Feueralarm sein soll? Das hat wohl nichts gebracht. Okay, ich schau nach. Ich habe nachgeguckt und zum Glück hatte ich die Lösung eigentlich schon. Es hat nur nicht funktioniert. Und zwar, die Platte ist das da hinter der Scheibe. Ich habe das anscheinend nur beim ersten und habe ich noch ein zweites Mal probiert, die Scheibe zu zerbrechen. Es hat ja nicht funktioniert, aber es müsste funktionieren. Jetzt bin ich wahrscheinlich wieder ungeduldig. Was ist denn der jetzt? Der geht jetzt da rum. Praktisch für mich. Hab ich sie gegriffen? Ich hoffe es. Ja, ich hab sie. Sehr schön. So kann das weitergehen. Okay. Dann werden wir mal seine Musik hier abspielen, seine Dance-Musik. Kommt der runter?
schlecht. Das ist wirklich schlecht. Gerade jetzt. Ich bin gar nicht da. Oh Scheiße, der verfolgt mich ja immer noch. Ich geh ja schon. Ich wollte mir nur ihr exquisites Heim anschauen. So, dann versuchen wir es doch mal wieder so. Moment, er ist, glaube ich, hochgegangen. Sehr gut. Das ist sehr gut, der ist gerade oben. Jetzt will ich ihn aber auch tanzen sehen. Ah, fuck, ich muss in der Zeit hoch. Das ist dann wahrscheinlich der Weg in den Geheimraum. Nimmt er die Platte wieder mit? Genau, geh einfach. Ich muss warten, dass er wieder hochgeht. Möglichst. So. Perfekt. Da ist er. Die letzte Trophäe. Sehr schön. So, jetzt müssen wir hier nur wieder rauskommen. Dafür ist das da. Ah, ich verstehe. Perfekt. Noch einmal nach oben kommen. Und dann sollte das glatt gehen. Der ist gerade in dem Raum. Perfekt, der geht gerade da rein. Dann gehe ich hier rein. Die Frage ist, wie soll ich es drehen? Perfekt, das reicht schon. Schlüssel. Das ist der Schlüssel, den ich für den Raum brauche beim eigentlichen Nachbarn vom ersten Teil. Sehr schön. Den haben wir jetzt auch. Der mit den Zahnrädern. So, und wir sind also hier bei diesem Zirkel irgendwie. Mir ist mal wieder aufgefallen, dass ich ja immer noch Zahnräder auch sage zu diesen Ventilen, weil ich immer nicht sicher bin, ob Ventile Ventile heißen. Und deswegen nutze ich das immer gern synonym. Obwohl es das eigentlich nicht dasselbe ist, würde ich meinen. So, ich würde sagen, hier sind wir fertig. Dann verlassen wir das Haus. Ich fürchte fast, dieses Rätsel um den Brunnen dort wird wahrscheinlich ein Secret sein. Ich glaube nicht, dass wir das lösen. Wenn ich nicht durch Zufall irgendwas rausfinde, was uns da weiterhilft. Ich wollte mal gerade gucken, ob ich speichern muss. Überall diese Papierflieger. Meine, wen könnte ich da denn aber beobachten, ist die Frage. So, egal. Wir müssen jetzt ins Museum. Das war da hinten. Am besten wäre es, wenn wir gar nicht erst unten lang gehen. Aber hier kam es mir vor, gab es keinen Weg, keinen kurzen Weg nach oben. Ich kann ja nochmal das hier probieren. Aber warum sollte das jetzt funktionieren? Das hier macht es nur zu, ne? Ja. Nee. Das geht so nicht. Genau, hier ist der Fischkopf. Ich wollte es ja euch sagen noch. Das ist der Fischkopf. Hier habe ich ihn vergessen, nachdem ich erwischt wurde. Wo ist denn der jetzt? Hart. Wo ist,
Wo kam der gerade her? Ich habe den noch gehört. Da hinten. So. Der kommt rum, oder? Wo ist der? Ich höre ihn doch. Habe ich mich jetzt erschrocken? Verdammt doch mal. Geh weg. Ach fuck, ich lasse immer noch Spuren. Wie wird man das denn wieder los, verdammt?